Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen hier zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Willkommen hier zu Folge 80. 80 Episoden schon, yay. Und es ist noch lange nicht vorbei. 80 Episoden und ich bin jetzt bei Level 36. Hab noch nicht mal das normale Level 50 erreicht, was ja vorher Max war. Was ja aber erhöht wurde auf 70. Also mal gucken, ob ich das überhaupt alles noch hinkriege. Aber ich habe ja auch noch viel, viel, viel auf der Karte aufzudecken. So, kleine Änderung, was meine Ausrüstung angeht. Ich habe ja Korinth abgeschlossen. Hier, Korinth. Und habe mir deswegen neben der Aufnahme eben noch, zack, alle Fragezeichen hier abgeholt. Habe jetzt also, da Korinth die Quests alle fertig waren, habe ich da erstmal die Fragezeichen alle gemacht. Das hier ist schon angrenzend ans nächste Gebiet, sieht man hier. Ich arbeite dann immer so bis zu diesen Linien hier. Und die Zone ist jetzt auch durch. Und hier in Argolis, da habe ich noch nichts gemacht, weil hier queste ich ja noch, ne? Ich bin ja gerade erst angekommen, habe jetzt diese drei Quests und wer weiß, wo mich diese ganzen Quests hinführen. Deswegen mache ich jetzt hier erstmal wieder die ganzen Quests und wenn ich damit fertig sein sollte, mache ich dann die Fragezeichen, die so übrig bleiben. Und in der Zeit, wo ich da die Fragezeichen gemacht habe, habe ich einen Söldner getötet, der mir eine fette Waffe gegeben hat. So, und zwar, ich habe ja hier schon das fette Giftset an, ne? Ich bin ja voll die giftige Viper mit Giftschaden ohne Ende. Alles maximiert und habe daher hier die gekriegt. Und ich glaube, das ist die perfekte Waffe für dieses Set. Und zwar ist das Arachnis Stachel, ein Dolch, legendär. 13 Attentatschaden, 20% nochmal Giftschaden und das Wichtige hier drauf, der Waffenschaden wird komplett zu Giftschaden. Das ist richtig geil. Ich brauche teilweise meine Waffen gar nicht mehr vergiften, weil es automatisch alles drauf ist schon. Ist voll geil. Wieso ist denn da... Achso, ich könnte sogar von den Dolchen die Optik ändern. Nee, das sieht schon gut aus. Ne? Ist ja hier legendär. Das ist hier Arachnis Stachel. Schwarz. Der Stachel der giftigen Spinne. So, das wäre erstmal da zur Einleitung heute für die Folge 80, damit es hier auch interessant weitergeht. Bin also voll auf Giftschaden. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Folge 80 von Assassin's Creed. Kann man gar nicht laut genug sagen, oder? 80. So, jetzt geht's weiter mit der nächsten Quest. Hier sind drei Stück, alle für den Doktor Hippokrates. Deswegen gucken wir mal, was es hier so gibt. Mit wem fange ich dann an? Die Priester des Asklepios. Das ist der die Krankenhäuser baut. Ein Herz für eine Hand. Oder die Priester... Okay, das ist beides die Priester. Ja gut, wenn es davon zwei gibt, mach ich davon eine. In die Richtung. Hier wird noch hart gebaut. So. Die giftige Viper schlägt gleich wieder zu. Was geht denn hier? Okay, da ist der Erste. Scheußliche Kreaturen. Wer denn? Ich kann so nicht arbeiten. Scheußliche Kreaturen. Muss ich Tiere töten? Schweine? Wenn du wegen des Läuterungsbads gekommen bist, musst du später wiederkommen. Ich suche nach Informationen. In dem Fall kannst du dich in den Hades verdrücken. Ich muss etwas über eine Spartanerin erfahren, die vor vielen Jahren hier vorbeikam. Hat dir der Vogel ins Ohr geschissen? Ich habe strikte Anweisungen, nicht mit Söldnern zu sprechen. Insbesondere nicht über Spartanerinnen oder verletzte Kinder. Was? Wer hat mir ins Ohr geschissen? Habe ich gerade was verhört? Und das Läuterungsbad, das ist natürlich wieder, glaube ich, so eine göttliche Reinigung, oder? Aber erstmal hüte deine Zunge, Doktor. Mein Adler wird euch die Zunge rausreißen, Priester. Vergebt mir, nicht die Zunge, nicht wie bei Midon. Krysis bedroht jeden, der mit der Adlerfrau spricht. Tut sie das? Erzählt mir mehr über die Frau und ihr Kind und ich werde euch nicht im Badehaus ertränken. Wie wäre das? Bitte nicht! Da liegt schon eine Leiche drin. Was soll das heißen? Schlangen! Was? Schlangen. Ach, die Biester. Sie sind überall. Müssen aus der Tholos entkommen sein. Wir halten sie für Behandlungen. Sie sind in das Badehaus eingedrungen. Haben die Schlangen jemanden getötet? Einen Patienten, der sich selbst läuterte, als sie ausbrachen. Er hat panische Angst vor Schlangen, fiel sofort tot um. Jetzt ist er selbst ein Schlangennest geworden. Wenn ich mich um dieses Schlangenproblem kümmere, redet ihr dann mit mir? Aber ganz bestimmt sogar. Das Läuterungsbad ist ein wichtiger Teil des Heilungsprozesses. Das Läuterungsbad. Ja. Sind die Schlangen da wirklich eingedrungen oder wurden sie vielleicht freigelassen?
Und was ist mit diesem Badehaus? Was hat ein Bad mit der Heilung der Kranken zu tun? Asklepios besucht nur die Träume der Geläuterten. Wenn die Kranken ankommen, bringen sie ein Opfer dar und reinigen ihre Körper im Badehaus. Nur dann dürfen sie im Abaton ruhen, wo sie Asklepios besucht und heilt. Schwachsinn. Okay, und was ist mit dem Schlangen? Wie konnten die Schlangen ausbrechen? Warum befanden sich so viele im Heiligtum? Fragt Astoreus. Er kümmert sich um sie in der Tholos. Patienten mit geistigen Beschwerden werden durch die Schlangen geheilt. Ihre Zungen sind wie die Küsse der Götter. Ja, alles klar. Und wie soll ich sie loswerden? Mit Feuer. Ich kümmere mich um diese Schlangen. Ikaros hat sicher Hunger. Versuch sie nicht zu töten. Dorius wird wütend, wenn du seine heiligen Schlangen in Stücke schlägst. Wie soll ich sie dann aus dem Bad bekommen? Die Schlangen werden von der Hitze des Bads angezogen. Treibe sie mit kaltem Wasser zurück in die Tholos. Es gibt ein Rohr im Boden, das du nutzen kannst. Das ist ja immer komplizierter, ey. Meine Güte. Ich kümmere mich mal um die Schlangen. Ich kümmere mich um das Schlangenproblem. Dann werdet ihr mir sagen, was ich wissen will. Ja. Sonst wirst du mein Schlangengift spüren. Ich bin die Viper. So. Nun gucken wir mal. Rein ins Badehaus. Das ist nicht das Badehaus. Das ist nicht das Badehaus, was ich suche. Schlangen. Warum müssen es ausgerechnet Schlangen sein? Würde der gute Dr. Jones jetzt sagen. Henry Jones Junior. Da wir bald Weihnachten haben, müssen wir, glaube ich, mal wieder ein paar alte Filme reinziehen. Jetzt habe ich Bock auf Indiana Jones. Hä? Hä? Bin ich ja falsch? Wo ist jetzt die zweite Markierung hin? Erkundungsgebiet. Ich sehe gar nichts. So, die unterirdischen Rohre sind mit einer Wasserquelle verbunden. Das ist wahrscheinlich diese hier. Hier sehe ich aber nichts. Hier ist ein Erkundungsgebiet, aber... Nach was soll ich denn hier Ausschau halten? Was sind hier für eine Party hier? Ach so, die protestieren, weil die jetzt nicht mehr baden können. Die stinken schon wie die Hunde. Muss ich da reintauchen? Haben die hier dicht gemacht alles? Dann hieß ja alles zu. Wie sieht's auf dem Dach aus? Kletter mal da hoch. Ja, das ist hier das Badehaus. Ich komme aber so nicht rein. Da hier alles zu ist. Muss ich wohl doch da durch ein Wasserrohr. Ich hoffe, das ist breit, groß genug. Was sagt der Vogel? Kann ich nur denken, das ist doch voll flach, das Wasser. Guck das mal an. Da ist das Wasserrohr. Ah. So hat man das besser gesehen. Hier ist es. Interagieren. Da ist das Rohr. Wenn ich es öffne, überschwemmt alles. Das wird das Ende der Schlangen. Ah. Hast du aufgemacht? Es blubbert. Jetzt kommt ein kaltes Wasser aus dem See hier herein. Okay. So sieht man das Rohr natürlich besser. Melde dich bei Pylenor. Da ist er wieder. So, Digga. Und? Ist das Badehaus schlangenfrei? Ich habe das Bad mit kaltem Wasser geflutet. Gute Arbeit! Nun? Nun was? Ich habe die Schlangen erledigt.
Jetzt erzählst du mir von der Spartanerin und ihrem Säugling. Ehrlich gesagt weiß ich gar nichts. Tja. War vor meiner Zeit. Tja, klar. Der Einzige, der etwas weiß, ist Midon. Aber der sagt dir nichts. Der sagt keinem mehr irgendwas. Midon, der hat da keine Zunge mehr. Das haben wir auch schon aus dem Gespräch davor erfahren. Ja, dieses Lachen. Der Schlangen. Ja, immerhin habe ich einen Namen. Mhm. Midon. Eigentlich müsste ich ihn für das blöde Gelache hier eigentlich noch eine reinhauen, ey. Naja. Ja, jetzt heulst du wieder, ne? Guck ihn dir an, ey. Du Mickriger. Okay. Ich habe hier einen Namen, Midon. Der ohne Zunge. Vielleicht hat er auch die Zunge, damit er darüber nicht mehr sprechen kann, über diese Sache. Priester ist da. Ein Herz für eine Hand. Ist aber nichts Neues aufgetaucht. Vielleicht geht's damit weiter. Auf der Seite. Ist er hier drin? Der sieht krank aus. Huste mich mal besser nicht an. Aber vielleicht kann der Midon ja noch was aufschreiben. Er muss ja nicht sprechen können. Reicht ja, wenn er was schreiben kann. Wobei hier in alten, antiken Griechenland nur Gelehrte wirklich schreiben konnten, glaube ich. Okay, hier im Nebensaal. Es ist auf jeden Fall schon mal ein Ort. Okay, das sieht auch schon mal gut aus. Aber das ist nicht Midon, oder? Midon? Kannst du reden? Sei gegrüßt, junge Frau. Oh ja. Bist du hier, um Asklepios zu opfern? Nein. Ich suche eine spartanische Mutter, die das vielleicht tat. Die große Göttin Hera führt sehr viele Mütter zu diesem heiligen Ort. Ich bin schon alt und kann mich unmöglich an jede einzelne erinnern. Wozu dienen eigentlich diese Steinplatten? Sie dienen der Aufzeichnung. Wir verzeichnen jeden, der zu uns kommt, samt Krankheit und Behandlung, um den Ruhm des großen Asklepios zu mehren. Dann müsst ihr euch gar nicht erinnern. Ich muss nur die richtige Platte finden. Ja, natürlich. Das ist in der Tat sehr weise. Ich wünschte, ich hätte Zeit, um dir zu helfen. Du hast Zeit. Ja. Habt ihr mal die Halskette gesehen, die er da um sich trägt? Diese Asklepios-Halskette? Die hat sich noch bis heute gehalten. Also das Symbol. Das finde sieht man heute noch häufig. Okay, ich werde euch wehtun. Meine Mutter war hier. Und wenn ihr nicht wollt, dass ich diese Steinplatten mit eurem Blut färbe, sagt ihr mir, was ihr wisst. Bitte. Es ist Krysis. Sie sagt, sie schickt jeden, der mit der Adlerfrau spricht, ohne Umwege in den Hades. Dann sagt nichts. Führt mich nur zum richtigen Stein. Gut, dann folge mir. Schnell. Wir dürfen nicht auffallen. Geht voran. Krysis mal wieder. Die er schon bei Hippokrates da Stress gemacht hat. In Stein gemeißelt. Hier drüben. Ja, ich bin ja da. Wenn jemand sieht, dann werde ich meinen Kopf verlieren. Echt? In was für einem Heiligtum leben die eigenen Priester in Angst? Ja, echt. Die Zeiten haben sich geändert, Adlerfrau. Wir müssen langsam gehen, damit wir kein Aufsehen erregen. Oh, guck mal, da eine Eule. Sprich mit dem alten Priester. Das hier ist der richtige Stein. Okay. Ah, an die Geschichte erinnere ich mich. Ja? Es war während des großen Helotenaufstands. Du warst damals noch ein Kind. Bitte keinen Geschichtsunterricht, nur die Details. Hier geht es um eine Frau, in deren Kehle Würmer hausten. Asklepios schnitt ihr den Kopf ab, wir entfernten die Würmer, dann setzte er ihr den Kopf im Schlaf wieder auf. Genau. Das ist nicht der richtige Stein. Ich frage mich, was Hippokrates von diesen Behandlungsmethoden hält. Kopf abschneiden. War ein guter Heiler. Er war vielversprechend. Wahr? Er kümmert sich doch nach wie vor um die Kranken. Er verlässt sich zu sehr auf seine Hände und zu wenig auf die Götter. Wenn es um Leben oder Tod geht, sind mir Hände lieber.
Ja. Sind alle Krankheitsgeschichten so haarsträubend? Nun, die Schreiber wie Thukydides, Euripides oder der launhafte Aristophanes, sie wollen wahrheitsgetreu berichten. Aber was wirklich inspiriert? Größe, Magie und Götter. Die quatschen alle durcheinander, ey, so hart. Dieser Stein erzählt von einem Mann mit Schwertwunden. Ein Rudel Hunde leckte sie sauber und Heureka! Wahrlich, der beste Freund des Menschen. Es ist hoffnungslos. Diese Geschichten geben den Menschen Hoffnung, Adlerfrau. Aber ich verliere meine. Erzähl mir von Krüsels. Sie ist eine mächtige und gefährliche Frau. Aber das war sie nicht immer. Sie wurde als Kind hier zurückgelassen und von den Priestern erzogen. Okay. Lehrten sie über die Götter. Sie lernte schnell, hatte einen ungebrochenen Willen. Und schon nach kurzer Zeit haben die Priester ihr zugehört. Sie wurde geliebt. Doch ihr Herz war erfüllt von einer Wut, die nicht besänftigt werden konnte. Als ihr Vorgehen Wahnsinn glich, wurden alle, die sich gegen sie stellten... Ja, was? Ich habe schon zu viel gesagt. Krank? Getötet? Von Schlangen vielleicht? Und was ist mit diesem hier? Lasst mich raten. Er erzählt von einer Blinden, deren Augen von Schlangen sauber geleckt wurden. Da steht, aus Sparta kam mit einem Kind, bat die Götter um Hilfe. Warum wurde das Meister herausgekratzt? Oh, ich erzähle es dir. Ich kenne die Geschichte auswendig. Die Spartanerin kam schmutzig und blutend von einer weiten Reise. Wir kümmerten uns um sie, gaben ihr Essen und ein Bad. Dann ging sie. Wohin sie ging, weiß ich nicht. Das Kind war nicht zu retten. Wer könnte wissen, wohin sie ging? Wir wurden entdeckt. Triff mich später, nahe des Olivenbaums des Herakles, am Eingang des Heiligtums. Ich hab vielleicht etwas für dich. Na, was haben wir denn hier? Ein Priester und eine Söldnerin auf einem Spaziergang? Mögen die Götter mit dir sein, Pleistos. Ich war gerade auf dem Weg zum Archiv, als ich auf die Söldnerin traf. Ist das so? Und worüber habt ihr euch so angeregt unterhalten, wenn ich fragen darf? Warum spricht er so leise? Den kenne ich ja gar nicht. Da sage ich jetzt nicht, dass wir über meine Mutter gesprochen haben. Nee, nicht gehen. Ich habe das Badehaus gesucht. Genau. Oder das hier. Über Schnittwunden. Sie ist eine Söldnerin. Söldnerinnen sprechen auch mal über Schnittwunden. Das würde auch passen. Aber was er eben gesagt hat, die Spartanerin hatte dann den Säugling dabei und der Säugling war nicht zu retten? Das passt ja auch irgendwo nicht. Der gute Priester hier erklärte mir, wie man Schwertwunden behandelt. Ja, Schwertwunden. Oh, wirklich? Und welche Behandlung schlägt unser guter Temoxenos vor? Hunde. Hunde. Was ist mit ihnen? Man lässt sie die Wunde sauber lecken. Sehr gut. Verrate nicht alle unsere Geheimnisse, Temoxenos. Wer würde den Göttern noch Opfer darbringen, wenn er sich selber heilen könnte? Nein, natürlich nicht. Nun, wenn ihr mich entschuldigt, ich hab noch etwas zu tun. Du kennst die Behandlung, Söldnerin. Und verlasse bitte das Heiligtum. Der spricht mal laut und mal leise. Unglaublich. Okay, öffne die Karte, um den Stil zu finden. Triff den alten Priester am Olivenbaum. Trifft den alten Priester in der Argolis wieder. Er ist im nördlichen Teil des Tals der Träume, bei der Kreuzung am Olivenbaum des Herakles. Ja, aber vorher werde ich hier nochmal diese Orte hier machen. Das müsste ja das Fragezeichen sein, ne? Genau, diese Hütte hier. Das ist das Gästehaus. Das werde ich nochmal schnell mitnehmen. Oh, da kommt ein Söldner. Hat der was Gutes dabei? Level 35, Stiefel? Nö. Er ist auch ein Lügner. Wer weiß. Okay, Befehlshaber ausschalten 2 und Schatzplündern 2. Sie werden mich suchen. Die werden dich suchen, aber sie werden mich nicht kommen sehen. Ich bin die Viper im Schutze der Nacht. Am Tag. Natürlich. Okay, da haben wir die Kiste, da ist der Befehlshaber und so weiter. So.
Gut, dass hier ein Fenster offen steht. Hier kann ich schon mal rein und mir hier den ersten wegsnacken. Snack, snack. So. Wo sind die Hunde, die jetzt seine Wunde sauber lecken, hä? Übrigens, probiert das nicht zu Hause aus. Würde ich nicht empfehlen. Wegen der Hygiene und so. Nimmt er lieber einen guten alten schottischen Whisky. Für die Wunde natürlich. Okay, an dem schleiche ich locker vorbei. Ich bin unsichtbar. Keiner sieht mich. Wupp. So bin ich auch tagsüber ein Schatten. Ein Schatten im Nichts. So. Ich glaube, der überlebt. Er überlebt nicht. Hervorragend. Wie der Speer am Leuchten ist. Komme ich darum auch zu dem? Nee. Gürtel des Ares. So. Niemand überlebt. Was ist das denn? Athene Kampf. Kampfbürste? So. Das war doch mal effektiv und schnell. Der Söldner kommt ja aber extrem nahe. Ich glaube, den werde ich doch mal ausschalten. Und dann nördlichen Teil. Nördlich hier oben hin. Da ist eine Kreuzung. Hier ist die Kreuzung. Da ist die Kreuzung und da ist der Baum wahrscheinlich. Das sieht schon so groß aus wie ein Baum. Und ist eine Kreuzung. Da muss ich dann hin. Dann kann ich auf dem Weg dahin den Söldner ausschalten. Und warum? Weil er da ist. Einfach so. Was sagt Klepios? Hallo? Klepios. Okay. Der spaziert hier lang. Das ist natürlich die Frage, wenn ich ihn hier ausschalte, ob die Zivilisten mich dann nerven. Ah, er dreht um. Das ist sehr schön. Ich bin schon in der Nähe. Dieser alte Priester, der sich am Baum versteckt. Ja, der ist da. Da habe ich doch gesagt, da ist der Baum. Steht er jetzt hier rum? Will er jetzt auch warten, bis das Badehaus wieder fertig ist, oder was? Ah, das überlebt er. Da, alle meine Schläge machen Giftschaden. Das ist so gut mit den Dolchen. Er kriegt auch gut Schaden. Oh, voll daneben. Er ist immer noch vergiftet. Doktor, wir brauchen hier einen Doktor. Er ist tot, glaube ich. So. Das war... Naja. Er ist halt sehr auf Abstand gegangen danach, als er ein bisschen vergiftet war, weil er Speer... Er wollte seine Reichweite ausnutzen. Aber das Gift hat ihn die ganze Zeit echt gut Schaden gemacht. Und ihr seht schon, alle meine Schläge machen einfach normal Giftschaden. Ich brauche das Gift gar nicht mehr auftragen. Es ist einfach immer drauf. Jeder Schaden. Warum ist Herakles? Ja? Liebt man ihn wegen der Legende oder wegen seiner Oliven? Egal. Mhm. Wo ist der Priester? Herakles liebt man wegen den Oliven, ganz klar. Guck mal, was sie da rangehangen haben. Da hängt noch irgendwie so Zeugs dran. Der große Olivenbaum des Herakles. Wie schön. Kannst du dran schütteln, dann kommen überall Oliven runter. Ist das hier die Herakles-Statue? Sieht nicht danach aus. Was ist das denn hier? Ein Toter. Die kämpfen hier schon wieder. Fähigkeitspunkte verfügbar. Ja, ja, ich habe nichts zu lernen. Ich muss meinen Speer erst auf 5 kriegen. Das dauert noch. Olivenbaum des Herakles. Ich danke dir für deine Verschwiegenheit, Adlerfrau. Grüßes, Augen und Ohren sind überall in diesem Heiligtum. Was kannst du mir noch über die Spartanerin und ihr Kind erzählen? Die Frau ließ die Decke des Kindes zurück. Wir wollten sie ihr wiedergeben, doch die Erinnerung war zu schmerzlich für sie. Wohin ging sie? Was geschah mit dem Kind? Krysis hatte recht. Du kennst die Regeln, Timoxenos. Du wirst ihren Zorn spüren. Pleistos, bitte!
Stellt euch hinter mich, Priester. Ich kümmere mich um die beiden. Das ist eine Kultwache. Der hat lilanes Schild. Eine Kultwache dabei. Das wird ein Spaß. Oh, beide soll ich ausschalten. Auch den Priester. Den Priester zuerst. Der ist weg. Bogenschützen haben sie ja auch noch. Der schießt auch auf mich. Auch weg. Nein, weg, 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 weg. Aber jetzt kommen wieder alle angeschissen hier. Hallo? Steh auf. Gott, ey, jetzt ist aber lästig hier. Ich wollte hier gegen die Kultmitglieder kämpfen, nicht gegen euch. Nervt. Boah. Steh auf. Scheiß Bogenschützen. Diese Kultwachen sind nicht zu unterschätzen. Ist da auch noch ein Zivilist dabei? Einfach eine echt kacke Situation hier. Ausweichen? Okay. Ah, toll. Voll daneben. Nein, zu früh. Dieser Schaden ist so krass von dem Ding. Guck dir das an. Giftschaden, ey. Und das mit Dolchen. Steh auf. Okay, aufgeladen. Und jetzt. Schild weg. Schild weg. Na, aufladen. Jetzt kommt noch ein Söldner. Ja, danke. Wird ja von den scheiß Kulttypen angegriffen und alle sind der Meinung. Ist da noch ein Gift-Söldner, ey. Nee, ein Feuersöldner meine ich. Nein. Ach, wie die immer rückwärts gehen müssen. Nein, Feuerbombe. Gift auftragen, nice. Gottes Willen, ey. Jawoll! Puh, das war viel. Das war echt viel. Da ist noch einer. Noch einer? Du auch noch? Er will schlagen, ey? Der Vogel kämpft da hinten immer noch. Es hört einfach nicht auf. Mein Schaden seid ihr nicht gewachsen. Gift ist alles. Habe ich jetzt Pause? Okay. Haben sie den Professor eigentlich getötet? Nee, das hier, das wäre der Böse. Hier am Olivenbaum. Die Schlacht am Olivenbaum. Alter, guckt ja an, wie viele Tote hier sind. Söldner. Dann auch noch die Kultisten. Und noch Zivilisten noch dabei. Es hat einfach nicht aufgehört. Okay, Leute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten hier. Bei der Folge. Folge 80. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es war doch eine würdige Folge 80, oder? War das eine würdige Folge? Ich glaube schon. Aber es kommt schon wieder mehr Söldner. Ja.
Und wir hatten wieder einen Löwe dabei. Hör auf. Aber den hack ich nochmal schnell kaputt hier. Ich hoffe, ihr lasst gerne einen Daumen nach oben da für die heutige Episode hier. Folge 80 in Asklepios. Wieder weitere Informationen über die Mama. Und damit geht's auf jeden Fall auch in den nächsten Folgen weiter hier. Mit der Questreihe hier bei den Priestern. Mal gucken, was wir da noch so alles herausfinden. Und wen wir noch so alles töten müssen. Und wie viele Söldner hier auch noch kommen. Oh, guck mal, 38, ey. Kriege ich hier noch Ausrüstung, die wieder zu hoch ist. So. Löwen. Löwen am Olivenbaum. So, Leute, morgen geht es weiter hier mit der spannenden nächsten Episode 81 in Assassin's Creed Odyssey. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.